ungewöhnliche Form für einen Baum. Wenn ich es nicht besser wüsste... Ach Quatsch, du spinnst, Jack. Ach, weil es so eine Gesichtsform hat, würde ich mal sagen. Sicher, in meiner... Ja gut, Jack, du bist irgendwie zu den Ruinen. Du bist irgendwie ganz komisch, du kleiner Baum. Ja, wie gesagt, ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, was wir hier machen müssen. Eingangstor, Mauerreste... Überall liegen Steinquader und Ziegelsteine. War früher wohl mal ein Gebäude. Wie? Ja, vielleicht... Ach, was stand denn da gerade? Küste. Mauerreste, ah, haben wir ja schon angeschaut, ne? Gut, Küste. Weiter unten an der Küste scheinen noch mehr Ruinen zu stehen. Ich glaube nicht, dass ich das brauche. Alles klar, Mauerbogen. Das war früher wohl mal ein Torbogen. Jetzt ist nicht mehr viel von ihm übrig. Okay, Das kann ich nicht nehmen. Ja, ist gut. Klippen. Da geht's zurück zum Boot. Okay, dann wollen wir auch genau dahin. Nämlich, vielleicht hat der Bootsmann uns noch etwas zu sagen. Huch. Du kennst mich nicht. Und wenn dich dieser Brief erreicht, werden wir auch leider nicht mehr Gelegenheit haben, uns... Da quatscht jemand, aber den kann man nicht so deutlich hören. Es würde den Rahmen dieses Briefes sprengen, dir jetzt alle Einzelheiten zu erklären. Aber wenn die Zeit gekommen ist, werden alle... Ein morscher Baumstumpf. Wieso? Ja, vielleicht mit dem Messer. Wenn du mir sagst, wie ich... Okay. Ein einfacher Holzzaun. Ja, jetzt musst du mir nur noch sagen, wie ich das anstellen soll. Ja, da quatscht jetzt irgendjemand, wie man versteht ihn überhaupt nicht. Eine Holzpforte. Sicher, in meiner Tasche ist bestimmt noch Platz. Es ist bestimmt ein Bug. Eine Holzpforte. Achtung, Rutschgefahr. Ich glaube nicht, dass ich das brauche. Okay, Bootsanleger. Dort geht es zum Bootshaus. Das kann ich nicht nehmen. Ja gut, Constable. Gut, hier haben wir einen Constable. Dann quatschen wir den mal kurz an. Du kennst mich nicht. Und wenn dich dieser Brief erreicht, werden wir auch leider nicht... Guten Abend, Constable. Guten Abend, Constable. Guten Abend, Sir. Darf ich fragen, was Sie hier zu suchen haben? Ich wurde für heute Abend von Dr. Pendergast hierher eingeladen, Sir. Ist das so? Wer sind Sie denn? Mein Name ist Jack Ice, Sir. Sie sind also Mr. Ice? Nun, ich glaube, der Inspektor würde gerne einmal mit Ihnen sprechen, Sir. Danke, Sir. Sir? Okay. Felsen. Die Felsen sehen verdammt scharfkantig aus. Willst du mal ein paar mitnehmen? Ach, wieso? Okay, ich geb's auf. Ein einfacher Holzzaun. Okay, also der schaut sich auch wirklich nur alles an und, ja, und nimmt eigentlich nichts mit. Wer quatscht denn da hinten so? Menno! Gut, Baum, Klippen, Baum. Ja, Baumgruppe. Ich muss mal hier kurz alles anklicken. Die Wurzeln der Bäume wachsen in den Felsen hinein. Du kennst mich nicht. Und wenn dich dieser Brief erreicht... Ach man, wer quatscht denn da? Was für ein Brief denn? Der labert von irgendeinem Brief. Was du suchst, ist nun fort. Suche es an einem anderen Ort. Finde das Leuchtfeuer in der Nacht. Dorthin hab ich es verbracht. Was du suchst, ist nun fort. Suche es an einem anderen Ort. Finde das Leuchtfeuer in der Nacht. Dorthin habe ich es zur Sicherheit verbracht. Also da stand jetzt überhaupt nicht zur Sicherheit. Also, warum lügt ihr denn? Nee, Spaß. So gut, dann ja, gehen wir mal zurück. Und ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, was unser Ziel ist. Steinbruch. Ach, da liegt was. Holzscheit. Ein Stück Kaminholz. Kannst du die mitnehmen? Wow, Mr. Ice nimmt mal was mit.
Steinbruch, das schauen wir uns der auch Weg mal führt an. Weiter nach unten in einen großen Krater. Ja, jetzt musst du mir nur... Okay, wo lang geht's denn hier? Leuchtturm. Super Leuchtturm, vielleicht hat das ja was mit unserem Rätsel zu tun. Ach, schau mal einer an. Wer ist denn das? Leuchtturmwärter. Wir schauen uns erstmal natürlich hier um. Laterne. Ja, keine Ahnung. Funktioniert das jetzt? Oh, so wird das nichts. Oh Mann. Immer nur ist... Eine einfache Laterne. Eine einfache Laterne. Gut, hier haben wir einen Stein. Ein kleiner, handlicher Stein. Liegt gut in der Hand. Gut, können wir die vielleicht mitnehmen? Yippie! Gut, die haben wir jetzt auch hier mitgenommen. Ein kleiner, handlicher Stein. Liegt gut in der Hand. Okay. So, was ist das denn? Leuchtturmwärter. Und was ist das? Leuchtturm. Ja, ja, ja. Schauen wir uns erstmal diesen Leuchtturm hier an. Das ist der Leuchtturm von Everton Island. Oh, so wird das nicht. Okay, okay. Leuchtturmwärter? Oh, scheint der Leuchtturmwärter zu sein. Du machst Scherze, oder? Oh, ja, tut mir leid. Guten Abend, Sir. Guten Abend. Sind Sie der Leuchtturmwärter hier? Jawohl, Sir, der bin ich. Plant ist mein Name, Sir. Verantwortungsvolle Arbeit, die Sie da haben. Will ich meinen, Sir. Ist doch gar nicht so einfach, das alte Schätzchen in Gang zu halten. Sie müssen wissen, Sir, dass der Turm hier noch auf Petroleum läuft und nicht wie die modernen heutzutage auf Elektrizität. Ist bestimmt anstrengend, was? Das kann ich Ihnen sagen, Sir. Eine ganz schöne Schufterei ist das. Die ganze Nacht bin ich damit beschäftigt, dafür zu sorgen, dass der Feuerapparat genug Petroleum kriegt. Immer wieder mit dem Kanister in der Hand in den Petroleumkeller und dann wieder nach oben in die Feuerkammer. Sind jedes Mal 135 Stufen, Sir. War die Polizei schon bei Ihnen? Die Polizei? Warum sollten die hier gewesen sein? Ach, nicht so wichtig. Kannten Sie den alten Lord Everton eigentlich? Nur vom Sehen, Sir. Ab und an habe ich ihn hier mal vorbeispazieren gesehen. Persönlich gekannt habe ich ihn aber nicht. Kennen Sie den Bootsmann unten am Steg? Den alten Bubbles? Natürlich, Sir. Schließlich komme ich auf dem Weg zur Arbeit jeden Tag bei ihm vorbei. Was können Sie mir über ihn erzählen? Über Bubbles? Eigentlich nicht viel, Sir. Soweit ich weiß, ist er früher mal auf einem Handelsschiff zur See gefahren. Hat sich auf seine alten Tage den Posten des Bootsmanns hier auf der Insel besorgt. Ich glaube, er trinkt ziemlich viel. Danke, Sir. Bis dann, Sir. Einige Züge später. Rauchen schadet... toll, ich konnte gar nicht lesen. Ach, jetzt ist der Typ verschwunden. Fenster? Ein einfaches Glasfenster. Im Raum dahinter schimmert ein wenig Licht. Oh, so wird das nichts. Ja, ja, ja. Sicherungskasten. Ein Kasten mit elektrischen Sicherungen. Können wir da vielleicht was machen? Hallo? Ach, was soll's. Eine Sicherung weniger kann wohl nicht schaden. Super, ich habe auch eine wundervolle Idee. Und zwar mit diesen Sicherungen müssen wir zurück ins Schloss... Und da war doch eine Sicherung, da hat eine Sicherung gefehlt und dieser Sicherung, und dieser Sicherung gehört eventuell natürlich dort rein. Gut, die Sicherung haben wir. Was haben wir hier denn noch so? Ich muss mal kurz, die Hotspot-Taste klicken. Mast. Er versorgt den Leuchtturm mit Strom. Das. Okay, Mast. Vogelnest. Der Vogel scheint den Schnabel gern in den Wind zu halten. Ah, so lang sind meine Arme nicht. Okay, so arm sind meine, so lang,
So arm sind meine Arme nicht, wollte ich gerade sagen. So ein Schwachsinn. Ja, so lang sind seine Arme nicht. Können wir vielleicht mit dem Stein... Ups, mit dem Stein vielleicht dahin werfen oder so? Vogelnest? Du bist echt fies. Weißt du das eigentlich? Ja. Ja, es klappt. Oh. Ist das cool, ey. Vogelnest. Schauen wir mal ganz kurz nochmal an. Ja, das funktioniert doch mal bitte. Na, so lang sind meine... Okay. Der Vogel scheint den Schnabel gern in den Wind. Okay, Feder haben wir jetzt. Die scheint aus dem Nest da oben zu stammen. Gut, wir haben jetzt eine Feder. Vogelnest, können wir vielleicht nochmal mit dem Stein... Ach, wir haben ja den Stein gar nicht mehr. Was war denn das? Ach, Sicherung. Gut, können wir nochmal vielleicht damit werfen? Nee, das funktioniert nicht. Wenn du mir sagst, wie ich das machen soll? Okay, und vielleicht mit der Kuhle? Na gut, funktioniert... Wenn du mir sagst, wie ich das... Funktioniert auch nicht. Gut, hier haben wir eine Tür. Dann versuchen wir mal irgendwie da reinzukommen. Ach toll, wir können da rein. Yippie, yay. Gut, Schichtplan. Alles klar, schauen wir mal an. Das ist der Schichtplan für die Leuchtturmwärter. Plant, Duddles... Ah, Plant hat in 3 Wochen wohl ein paar Tage Urlaub. Es gibt also noch einen zweiten Leuchtturmwärter. Mhm, einen zweiten Leuchtturmwärter. Gut, das werden wir später natürlich herauskriegen. Hier ist ein Fenster. Das Wetter scheint immer ungemütlicher zu werden. Ah. Okay, okay, okay. Und der Ton hat sich irgendwie auch ein bisschen geändert, ne? So, vielleicht, weil er jetzt in dem Turm drin ist, kann es vielleicht daran liegen, ich habe keine Ahnung. Aber wir, hier haben wir eigentlich nicht viel. Halt Schichtplan, Fenster, ein Bild. Ein gerahmtes Foto. Das ist Plant. Er steht vor dem Leuchtturm. Da steht etwas darunter. Point Everton. 1922. Okay, kannst du die vielleicht mitnehmen? Da steht... Ja, das haben wir ja verstanden. Vielleicht damit. Das ist nicht möglich. Okay, das klappt eventuell anscheinend nicht. Gut, hier haben wir einen Schrank. Schauen wir mal kurz nach. Da hängt Ölzeug drin. Wahrscheinlich zum Schutz gegen schlechtes Wetter. Wird hier auf der Insel bestimmt oft gebraucht. Kannst du die mitnehmen? Ich glaube nicht, dass ich das brauche. Ja, na gut. Du glaubst nicht, dass du das brauchst, aber später wirst du das auf jeden Fall brauchen. Jack Ice. Gut, dann gehen wir mal ganz kurz runter. Die Treppe scheint nach unten in den Petroleumkeller zu führen. Gut. Und los geht's. Das kann ich nicht nehmen. Hä, du sollst doch da runter, Mensch. Okay, was haben wir denn hier? Lampe. Eine elektrische Lampe. Klar, Kerzen wären hier unten ja auch lebensgefährlich. Wieso? Okay, okay, okay. Eisentür. Sieht so aus, als wenn da mal etwas auf die Tür geschrieben wurde. Die Schrift riecht nach Wachs. Mhm. Irgendwie muss ich den Text doch lesbar machen können. Oh, toll, klar. Fässer. In den Fässern wird wohl das Petroleum für das Leuchtfeuer gelagert. Ja, jetzt musst du mir nur noch sagen, wie ich das anstellen soll. Na, vielleicht damit? Na, das ist nicht möglich.
Vielleicht damit? Wenn du mir sagst, wie ich das machen soll? Ja, ja, ja. Okay, mit dem Feder vielleicht? Na, das ist nicht möglich. Holzfass, Eisentür, vielleicht damit? Na, das ist nicht möglich. Ja, okay, was können wir denn? Eimer. Ein einfacher Eimer aus Metall. Kannst du den mitnehmen? Den kann ich doch nicht nehmen. Wie soll der Wärter denn sonst das Petroleum umfüllen? Oh, ist doch scheißegal. Nimm's doch einfach mit, Mensch. Können wir vielleicht den Kopftopf austauschen? Na, das ist nicht möglich. Na gut, was haben wir denn? Öliger Lappen. Ein alter, stinkender, mit Öl getränkter Lappen. Kannst du die vielleicht mitnehmen? Hat er die jetzt mitgenommen? Ja, öliger Lappen. Was ist denn noch ein Lappen? Ein paar alte, gammlige Putzlappen. Nimm die auch mit, los. Die fasse ich nicht an. Die stinken. Okay, okay, okay. Ach, Jack Eis. Gut, den Eimer können wir auch nicht mitnehmen, ne? Den kann ich doch nicht. Ja, okay, super. Öliger Lappen, vielleicht in dem Petroleum. So funktioniert das leider nicht. Ach, hier haben wir auch noch... Wenn du mir sagst, wie ich das machen soll? Hier haben wir noch ein Holzfass. Mal sehen, was da drin ist. Ein Zettel mit Breiten und Längengraden. Das nennt man auch Diebstahl. Hä, du hast sie doch schon eingesteckt. Wenn du mir sagst, wie ich das machen soll? Da ist ein Zettel. Da stehen eine Reihe Zahlen drauf. Scheinen Winkel- oder Gradzahlen zu sein. Scheint leer zu sein. Ach, das riecht wieder nach einem Rätsel. Kein Feuer benutzen. Lebensgefahr. Ist schon klar. Sicher. Okay, okay, okay. So, ansonsten haben wir hier eigentlich nichts. Öliger Lappen. Vielleicht damit an die Wand schmieren. Ach, das klappt doch alles wunderbar, ne? Ein neues Rätsel. Okay, wir haben ein neues Rätsel. Hey, bleib stehen. Gut. Rätsel 2. Wie ein Mahnmal in dunkler Nacht hält... Moment. Wie ein Mahnmal in dunkler Nacht hält sie über ihre Totenstille Wacht. Ein falsches Licht sie in ihr Schicksal trieb, ein scharfer Felsen sie zerrieb. Gestohlen und geplündert ihre Fracht. Hat die Gier der Menschen den Tod ihr gebracht? Gut, mal sehen, wie Jack Eis das mal vorliest. Wie ein Mahnmal in dunkler Nacht hält sie über ihre Toten stille Wacht. Ein falsches Licht sie in ihr Schicksal trieb, ein scharfer Felsen sie zerrieb. Gestohlen und geplündert ihre Fracht, hat die Gier der Menschen den Tod ihr gebracht. Okay, alles klar. Ein scharfer Felsen sie zerrieb. Das heißt, wir hatten ja irgendwo da hinten einen Felsen, ein scharfes Felsen gesehen und das könnte er nicht irgendwie nehmen. Das heißt, wir müssen ein Stück vielleicht von dem Felsen zu uns nehmen, also mitnehmen. Und eventuell können wir das vielleicht, ja, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Es sind halt nur Vermutungen, ne? Gut, okay, können wir vielleicht jetzt eintupfen? So funktioniert. Ach, Jack Eis, du machst mich echt wahnsinnig. Den kann ich doch nicht nehmen. Wie soll... Okay. Ja, hier... Wenn du mir sagst, wie ich... Okay, 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 ich klicke mal ganz kurz. Holzfass, Halle, Lampe, Wasser und tralala. Können wir das jetzt vielleicht nochmal anschauen? Die Schrift... Okay, die Schrift riecht nach Wachs. Oh, so wird das. Ja, ja, ja. Okay, wir verschwinden mal hier. Und hier gehen wir mal jetzt die Treppen hoch. Ist da wer? Oh, scheiße. Da gehe ich lieber nicht drauf. Ich will ja schließlich keinen Ärger mit dem Leuchtturmwärter bekommen. Ja, wundervoll. Ansonsten kannst du hier so oder so nichts machen.
Da geht es wohl nach oben in die Brennkammer. Ja, da kann er leider nicht hoch. Gut, dann verschwinden wir auch hier. Hallo? Hallo? Hey? Ach nö, ich glaube, das ist jetzt abgestürzt. Ja, ist es.